Ich bin die Franziska Kür, vielen in Gastein bekannt unter Frau Franzi, weil ich habe lange Jahre im Grünen Baum gearbeitet. Angefangen habe meine Laufbahn 1969, da habe ich Köchin gelernt, dann war ich mal 4 Jahre weg, 1977 bin ich zurückgeholt worden, da habe ich dann die Patisserie übernommen. Damals noch unter dem Seniorchef und Herrn Linsinger und seiner Schwester, der Frau Erna. Natürlich, Herr und Frau Blumschein haben auch schon mitgearbeitet. 1985 war unser Stammgast, der Herr Trenker, drinnen wieder. Und der Herr Blumschein hat die Idee gehabt, ihm zum Geburtstag am 4. Oktober eine große Torte zu machen. Was ich natürlich überhaupt nicht ernst genommen habe. Bis ich 5 Wochen vor dem Geburtstag draufgekommen bin, es ist ihm ernst. Und er wollte mit dieser Torte ins Guinness Buch der Rekorde. Hat dafür müssen 3 Bäume umschlagen, weil immer wieder ein neuer Bericht gekommen ist, wie hoch die letzte höchste war. So, und dann haben wir halt gearbeitet und wir haben 400 Tortenplatten dafür gebraucht. Die Torte war 16,33 Meter. An Stückzahl, wenn man Tortenstücke draus geschnitten hätte, waren es 33.000 gewesen. Wir haben dafür nur so ein paar Dings jetzt zum Anhalten, 24.000 Eier verarbeitet, 300 Kilo Schokolade, 150 Kilo Staubzucker für die Verzierung. Und natürlich beim Aufbau ist uns die ganze Küche und alle zur Hand gegangen. Von Herrn Angerer ist dieser Baum eingerüstet worden, dass wir darauf arbeiten können. Und in 1,5 Tagen haben wir die Torte aufgestellt. Mit einem Riesenglück, weil schönes Wetter war. Und dann ist die Torte über Nacht auch von der Polizei bewacht worden, dass nichts passiert. Und um 2 in der Nacht ist sowieso losgegangen mit großen Ochsengrillen. Dazu hat es 200 Kilo Erdäpfelsalat gegeben. Und am nächsten Tag war das Kötschachtal voll. Es waren damals 5.000 Leute im Kötschachtal. Und es ist groß gefeiert worden und Herr Trenker hat sich sehr gefreut. Und sehr viele haben sich später dann noch Riesentortenstücke geholt und es ist vielen in Erinnerung geblieben.